Ja, guten Morgen miteinander. Mein Name ist Rolf Leutert. Ich gebe da ein Gastwebinar bei der HSR. Danke den Mitarbeitern von der HSR im Hintergrund, die da das Ganze eingerichtet haben. Sebastian Hug, Andrea Moschin. Es ist eine Serie von Webinaren, die da stattfindet. Und das Thema heute ist WLAN Troubleshooting mit Wireshark. Wir legen gerade los. Wir haben ein volles Programm. Und kurze Vorstellung von meiner Seite. Ich befasse mich seit 30 Jahren schon bald mit dem Thema. Und wie ihr seht, verschiedene Bereiche. Ich mache auch Netzwerkanalyse und Troubleshooting, neben den Schulungen, die ich auch bei der HSR gebe, aber auch viel bei Firmen. Themen sehen wir hier im TCP-IP natürlich, Wireless, wo wir heute anschauen, Voice, IPv6. Im Prinzip alles, was man analysieren kann mit Wireshark, alles, was man sieht auf dem Wire oder in der Luft. Das ist das Thema. Die Protokollküsse sind immer im Zusammenhang mit dem Tool. Und wie wir auch heute werden sehen, das Tool gibt einem den detailliertesten Einblick, den man überhaupt haben kann, nämlich auf Packet-Level. Manchmal ist es nötig, auf diesen Level runterzugehen. Manchmal geht es auch ohne. Und dann ist auch gut, weil es artet meistens die Arbeit aus mit Wireshark. Aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich habe natürlich auch Webseiten zu dem Thema. Ich habe Newsletter, die ich rausgebe zu dem Thema. Wenn Sie da interessiert sind, kommen wir darauf zu sprechen. Ich habe auch noch ein paar Produkte im Angebot. Ich will da keine Werbeshow machen. Aber es gibt gerade für Wireless geht's nicht anders mit gewissen Zusatzprodukten, wie wir noch werden sehen. Und das ist aber eher ein Nebeneffekt. Mein Hauptbereich ist Dienstleistung. Ich bin aber immer wieder gefragt worden von Kursteilnehmern, wir können nicht via Kreditkarte bestellen und so weiter und haben darum da ein paar Produkte aufgenommen. Ja, legen wir los. Wie gesagt, wir haben eine knappe Stunde, wir haben eine Stunde. Das wird sehr knapp werden, das kann ich jetzt schon sagen. Das Thema ist immens, es ist komplex. Man will meinen, es kann doch nicht so kompliziert sein, kein Kabel zu verlegen. Es kann sehr kompliziert sein, wie wir werden sehen. Wireless-Technik ist sehr anspruchsvoll bei Installation und Unterhalt. Und man muss sich bewusst sein, Wireless ist eigentlich in vielen Bereichen schlechter als Wire. Der Datendurchsatz, meine, da sind wir Meilen weg von Ethernet, oder? Mit 10 Giga und 40 Giga und alles. Die Sicherheit ist nicht gegeben, weil man von überall her kann empfangen oder stören. Störanfälligkeit, das ist sehr einfach, ein Netzwerk zu stören, ein Wireless. Ich sage immer, es ist eine Kunst, das Netzwerk Wireless am Laufen zu behalten und nicht eins zu stören, also Störanfälligkeit. Und demnach auch Troubleshooting. Also man muss sich schon überlegen, bei all diesen Nachteilen, wieso überhaupt Wireless? Und es gibt eigentlich nur einen Grund dafür und das ist Mobility. Das ist das, was Ethernet nicht bieten kann. Und das, was halt immer mehr gefragt ist. Und es kommen ja auch viele Geräte auf den Markt, die gar keinen Ethernet-Anschluss mehr haben, sondern nur noch Wireless. Und das ist halt der Trend. Aber gerade in einem Betrieb, in einem Unternehmen, wo es unterdessen Tausende von so Geräten hat, dann kann es doch recht schwierig werden, das Ganze am Laufen zu halten und auch Qualität und Verfügbarkeit zu garantieren. Im Unterschied zu Wire müssen wir im Wireless auch wieder einen Blick auf die Layer 1 werfen. Das ist die Schicht, die Bit transportiert. Und moduliert, das ist eigentlich beim Ethernet kein Thema. Also mindestens nicht für Netzwerkunterhalte. Das wird von den Installateuren ausgemessen und Protokoll gemacht. Und wenn mal etwas nicht geht, nimmt man einen anderen
Kabel oder ein anderer Ethernet-Port. Ganz anders beim Wireless. Da müssen wir den Layer 1 wieder mit untersuchen. Wird euch auch da zeigen, wie man das angeht. Wie aus den erwähnten Gründen eben von der Störanfälligkeit, wo man da mit anderen Benutzern und anderen Geräten die Frequenzen müssen teilen. Auf dem Layer 2 dann, auf der sogenannten Paketschicht, da kommt der Wireshark ins Spiel. Dort haben wir die sogenannten Management- und Control-Frame, die sehr wichtig sind. Also Datenframe interessieren uns eigentlich am wenigsten, die sind eh meistens verschlüsselt. Und da werde ich euch auch können zeigen, dass man die Datenframe auch nicht braucht für Troubleshooting. Ich sage immer, wenn ihr Datenframe seht in der Luft, haben das Problem wahrscheinlich gelöst. Bevor wir überhaupt Datenframe sehen, gehen nämlich X-Management und Control-Frame hin und her. Und das sind die, die man für die Analyse braucht. Da gibt es etwa 20 verschiedene von Beacon über Probe-Request, Probe-Response und so weiter. Und das sind die, die mich interessieren. Wie gesagt, zu den Tools, es geht da nicht nur immer mit dem PC und dem Wireshark drauf. Gerade unter Windows haben wir Limitierungen mit Wireshark und Wireless. Da komme ich darauf zu sprechen. In Layer 1 können wir gar nichts machen mit einem normalen PC. Der kann uns das nicht anzeigen. Da braucht es einen kleinen Spektrumanalyzer, wo ich auch kurz drüber rede. Und kompliziert wird es dann in einem Enterprise mit Roaming-Problem, wo eben, ich muss können aufzeichnen, wenn ein Client die Zelle wechselt. Und das ist eigentlich dann sicher das anspruchsvollste Gebiet. Ich habe mehrere Kunden mit 3000 und mehr Access Point, flächendeckende Installationen, Spitäler, Logistikcenter. Und dort ist das natürlich Mission Critical. Wenn da das Netz nicht läuft, dann stehen die Leute rum und können nichts schaffen. Also da. In diesem kurzen Webinar reden wir also vor allem über Enterprise-wide Wireless. Natürlich trifft das auch in abgeschwächter Form auch zu für die Heime, was ich da erzähle. Das hat jeder auch die Heime. Aber dort haben wir ja selten ein Roaming. Vielleicht haben wir mal noch einen Repeater im gleichen Kanal und so weiter. Ist die Problematik natürlich viel geringer. Ja, wie gesagt, wir brauchen Tools. Die Tool im Layer 1 sind sogenannte Spektrum-Analyzer. Da gibt es natürlich eine grosse Auswahl an Gerätschaften. Und einer von den günstigsten, wo ich auch im Einsatz habe, ist so ein kleines USB-Dongle, wo da von der Metageek, die da uns kann helfen kann, da komme ich darauf zu sprechen. Und im Layer 2 dann eben, wie erwähnt, da kann ich den Wireshark teilweise brauchen. Unter Windows grosse Einschränkungen, wie wir noch werden sehen, unter Unix, Ubuntu oder Mac OS geht das besser. In der Regel aber begrenzt auf einen Kanal. Also für Roaming-Analysen auch dort wieder schwierig. Darum gibt es dort spezielle Hardware eben auch noch dazu. Ja, fangen wir an mit dem Spektrum Layer 1. Wir müssen uns einfach bewusst sein, einmal wieder, dass eine Funkzelle wieder ein Shared Medium ist. Also zurück auf Feld 1 vom Ethernet mit dem Koaxkabel. Es darf nur einer senden. Alle anderen müssen still sein und hören. Und das ist vielen nicht bewusst. Wir haben noch Half-Duplex, das heisst nur senden oder empfangen. Und so weiter. Das Zweite ist, wir haben eine beschränkte Anzahl Kanäle und auch da war eine grosse Konfusion am Anfang. Jetzt haben wir doch da 13 Kanäle. Wieso kann ich nicht 13 Access Points aufsetzen? Das hängt mit der Spread Spectrum Technologie zusammen. Ein Kanal, ein einzelner Kanal braucht eben 4 Kanäle, 20 MHz Bandbreite. Und das ist am Anfang nicht ganz klar rübergekommen. Also ich habe viel Installationen gesehen, wo da ein Access Point auf dem 1 und einer vom 2 und einer vom 3, die überlappen sich und nehmen sich eine Bandbreite weg. Da sehen wir jetzt sehr schön mit dem
Mit dem Wi-Spy sehen wir die Darstellung von einem Kanal. Also der Access Point ist jetzt hier auf dem Kanal 6 und man sieht, dass er da bis ins 4 runterlampt und bis 8 rauf. Da sehen wir sogenannte Wasserfalldarstellung. Das ist sogenannte Duty Cycle. Das heisst, ich sehe dort von oben nach unten, wie busy, wie stark der Kanal ausgelastet ist. Also wenn er jetzt da alles rot ist, dann kann man sagen, über 80% von dem Kanal ist voll. Er tut sich dann entsprechend die Farben ändern und so weiter. Man sieht auch, dass da der Abfall, die Kanaltrennung nicht unmittelbar ist, aber wir haben da mindestens 20 dB Abstand und das langt. Und jetzt sieht man auch, dass man halt da begrenzt ist und nur im 2.4 mit 3 Kanälen relativ schnell ausgeschossen ist, gerade für ein flächendeckendes Netzwerk, wo man wollen, Roaming machen. Und auch beim Channel Bonding, wo ja heute ja sehr häufig gebraucht wird, das heisst, zwei Kanäle parallel zu brauchen, um die Bandbreite zu erhöhen, das geht natürlich im 2.4 genau einmal und dann kann ich nicht mehr roamen, dann kann ich keine zweite Zelle aufstellen, wo auch zwei Kanäle brauchen. Also von daher, was man jetzt da mit dem Wi-Spy eben auch schön sieht, sind ja dann nochmal ein dritter Aufnahme jetzt im 5 GHz Band mit 4 Kanälen bonden. Dort geht es ja jetzt dann auf bis auf 4 und 8 Kanäle bonden. Dort haben wir ja auch mehr Kanäle wieder. Dort haben wir 19 Kanäle und jetzt reden wir ja vom 6E, wo wir dann noch weiter raufgehen auf 6 GHz rauf. Also Bandbreite ist einfach ein Gut, dass wir ewig knapp bleiben, dass mit dem müssen wir leben. Mit dem Wireshark, mit dem Wi-Spy sehen wir eben da, welche Kanäle belegt sind. Und wir sehen auch, wie sie belegt sind. Das sind jetzt so typische Formen oder Signaturen, wie man auch sagt, von Wi-Fi. Das sind jetzt Wi-Fi-Durchsatz. Aber wir haben einen Haufen andere Geräte, die den Kanal auch legalerweise brauchen. Das ist ein ISM-Band, das ist ein freies Band, lizenzfreies Band, wo ich alle Arten von Geräten darf drin betreiben und die nehmen uns natürlich Sender, die arbeiten da auch mit gleichen Kanälen, 1 bis was immer, und die können nicht koexistieren mit unserem Wi-Fi. Wie gesagt, wenn ein Kanal belegt ist, ist er belegt. Oder der Mikrowellenofen, bekannt, oder? Gut, der läuft nicht 24 Stunden, aber wenn er läuft, deckt er uns das ganze Band zu. Also Access Point nicht unbedingt gerade auf dem Ofen, Mikrowellenofen platzieren und so weiter. Und das sind keine Störquellen in dem Sinn. Das sind legale Benutzer, aber aus Wi-Fi-Sicht sind sie eben Störer. Wi-Fi ist nämlich Bezeichnung eben für standardisiertes Übertragungsformat via Frames. Und die Benutzer, die Geräte, die brauchen irgendetwas Proprietäres in dieser Zelle, irgendeinen Videostream oder irgendetwas. Und da können wir gar nicht viel machen dagegen, als einfach ausweichen. Die einzige Auflage, die die Geräte haben, gehen nochmal als zurück. Die einzige Auflage, die sie haben, ist, die maximale Sendeleistung muss begrenzt werden auf 100 Milliwatt in Europa. Und dadurch ist natürlich die Reichweite auch nicht beliebig. Das sieht man auch da schon in einer Kurve, die ich kopiert habe, da, dass die Signalstärke recht schnell oben runterkommt, da in die Distanz von Meter. Also wenn irgendwo steht, er sei mit 54 Megabit verbunden, dann ist das gerade mal da in den ersten paar Metern und dann geht das rapide runter. Wenn da noch irgendeine Wand dazwischen ist oder zwei Wände. Im 5 GHz ist es von Anfang an schlechter, weil bei höherer Frequenz ist die Dämpfung natürlich grösser, aber dort, das wird teilweise kompensiert, weil wir dort dürfen mit 200 Milliwatt senden. Noch etwas zu dieser Skala, auch das natürlich, das besprechen wir im Kurs ausführlicher, als wir jetzt da Zeit haben, mit dBm, das ist so eine Größe, wo nicht ganz so einfach zu verstehen ist, weil einmal ist es ein absoluter Wert mit dBm und einmal ist es ein relativer Wert. Wenn steht dBm, dann bezieht sich das auf 1 Milliwatt. Also 0 dBm ist dann nicht etwa 0, sondern 1 Milliwatt. Und
Da muss man jetzt noch wissen, dass dann jeweils ein Schritt von 3 ist eine Verdoppelung. Oder minus 3 ist eine Halbierung. Also wenn ich jetzt ein Signal habe von minus 6 dB, dann ist das nur noch eben ein Viertel, weil jeder Schritt ist eine Halbierung von dem Wert. Also wir reden dann, gehen wir mal zurück auf dieser Skala von minus 60 dBm und alle 3 dB sind eine Halbierung, minus 65, da reden wir dann von Mikro und Nanowatt, wo da noch rum sind. Also einfach das zur... Da sehen wir eben auch, was es noch ein bisschen für gewisse Medien, danke Peter für den Hinweis auf die Liste, was da für Dämpfungen, also 12 dB nur schon bei einer Lichtbetonwand, jetzt gehen wir noch einmal zurück, also wenn ich jetzt das Signal habe bei minus 65 und da kommt so eine Wand dazwischen, dann bin ich natürlich da unten irgendwo im Bereich, wo ich dann das Signal nicht mehr empfangen kann, weil es in den Störbereich runterkommt. Aber nicht nur Signalstärken spielen eine Rolle, sondern eben auch noch ein wichtiger Wert, der Signal-to-Noise-Ratio. Das heisst, ich muss auch zwischen dem Signal und dem sogenannten Noise muss ich einen Abstand haben von 20 dB, sagt man rund 100-fach. Und wenn der Noise jetzt halt zu gross ist, minus 85 und so weiter, dann muss der Signal auch entsprechend stärker sein. Die Werte sehen wir nachher mit dem Wireshark, der bei der Aufnahme kann der die Werte festhalten. Die muss man auch im Auge behalten, weil, wie gesagt, wenn die Werte dann da, der Signal der Noise, irgendwie auf 10 oben sinkt, dann ist einfach das Signal nicht mehr stark genug. Da habe ich einen ersten Fall, wo aus einem Kundenfall, den wir gelöst haben, ein grosses Verteilercenter, Logistikcenter, da sieht man eine Luftaufnahme, die mit zwei Containerkranen ausgeladen haben, also Zugcontainer auf Lastwagen. Da ist ein Wireless-Schema. Und da der Kran da auf der rechten Seite unten, den hat man praktisch nicht können nutzen, weil immer wenn er da rausgefahren ist, hat er gestört. Da hat es dann einen zweiten Access Point gegeben, das hat nicht viel genützt. Und da sind wir dann eben ins Spiel gekommen. Vielfach werde ich ja auch von ehemaligen Kursteilnehmern angefragt. Und wie gesagt, ich mache ja so On-Site-Support. Das sind dann meistens auch anspruchsvolle Fälle für mich. Auch spannend natürlich, halte mich fit. Und in diesem speziellen Fall haben wir da auch angefangen zu analysieren. Da in der Mitte sind dann da richtig die Ecken rausgelaufen. Und da könnte man jetzt mit dem Weißbein messen, ob man irgendeine Störung sieht. Ich fange in der Regel mit dem Wireshark an, weil der Wireshark sieht indirekt auch Störungen. Zwar nicht so direkt wie der Weißbein, aber indirekt, nämlich mit folgender Kurve. Dazu muss man wissen, in der Luft wird jedes Paket, das erfolgreich übertragen wird, mit einem Acknowledge bestätigt. Das ist, für Troubleshooting ist das genial, weil ich sehe ja dann sofort, auch wenn ich den Inhalt nicht sehe, ob das Paket erfolgreich angekommen ist. Und wenn es nicht erfolgreich angekommen ist, wird es übertragen. Wenn ich jetzt mit dem Wireshark und dem Iograph mir eine Kurve mache und sage, zeig mir alle Paket an mit dem Retry-Bit, das heisst die nochmal übertragen worden sind, oder die mit FCS-Error, dann sehe ich sofort auch einen Prozentsatz zwischen guten Frame und schlechten Frame. Und das gibt mir schon mal einen ersten Eindruck. Wenn es schlechte Frame hat, einen Haufen, dann weiss ich, es ist eine Störquelle rum. Ich weiss dann vielleicht noch nicht welche, das muss ich dann mit dem Weißbein anschauen. Aber ich weiss, es ist eine rum. Und das sieht man da natürlich sehr schön. Oder? Da geht natürlich dann da der Prozentsatz bis irgendwo 70% defekte Frame rauf. Und da weiss ich, da kann man nicht mehr arbeiten. Da muss irgendeine Störquelle rum sein. Und so sind wir auch da vorgegangen. Ich habe erst dann, nachdem der Wireshark die höhere Fehler angezeigt hat, habe ich dann mit dem Weißbein angefangen. Und das wäre so eine typische Echtaufnahme, wo man da sieht, da kann man praktisch keinen von diesen Kanälen brauchen. Da
Der Spike hockt im 1 und 2, der stört sicher 6 und der stört dazwischen drinnen etwas und der stört sicher 11. Und man sieht auch an diesen Shapes an, das sind keine Wi-Fi-Kanäle. Der Wi-Fi-Kanal ist, wie gesagt, viel breiter, haben wir vorher gesehen. Das ist irgendeine Störquelle oder wir wissen es noch nicht, weil sie, wenn sie nicht 100 Milliwatt überschreitet, ist es keine Störquelle, sondern irgendein legitimer Benutzer von diesem Band. Aber das ist eigentlich da im Freiraum sehr unwahrscheinlich und darum sind wir dann dieser Quelle an. Wir haben dann auch gesehen, wenn wir dort richtig recht unter die Ecke gelaufen sind, ist sie immer stärker geworden. Und es ist vor allem mal darum gegangen, herauszufinden, ist die auf dem eigenen Gelände von dieser Firma oder ist sie von extern? Ja, wir haben dann herausgefunden, sie ist von extern und zwar von der SBB-Strecke hergekommen und hat sich dann herausgestellt, wir mussten dann Backcom informieren, weil außerhalb dürfen wir ja dann nicht mehr messen. Ausweichen kann man natürlich, ein Wechsel ins 5 Gigaband, das ist dann auch gemacht worden. Und Backcom hat dann bestätigt mit ihrem Messgerät, das wahrscheinlich etwa 10-mal mehr gekostet hat als meins oder 100-mal, haben sie dann bestätigt, den defekten Traffic-Monitor da bei der SBB. Der ist irgendwie schwingen gekommen und hat da ausgeschickt und so weiter. Also ist sicher ein Defekt gewesen. Also das ist so ein typischer Fall, der passieren kann. In der Industrieumgebung kann das immer passieren. Wir haben immer irgendwelche Geräte, die halt anfangen, sich sonderbar verhalten. Und der hat jetzt halt eben gerade alle Bänder gestört. Von dem her hat man jetzt da gar nichts mehr können machen. Also das wäre jetzt ein typischer Fall, wo man mit dem Weißbein herausfindet. Ich will hier den Layer 1 verlassen, aus Zeitgründen. Einfach zum da zeigen, dass Layer 1 halt eben uns auch kann, natürlich reinspielen kann. Verstörungen und so Sachen haben wir uns da noch gar nicht gross geredet. Da gibt es natürlich x Störquellen. Anyway, gehen wir zum nächsten Kapitel. Das sind sogenannte Wi-Fi-Scanners. Das dürfen wir nicht verwechseln mit dem Spektrum-Analyzer. Auch wenn sie etwas Ähnliches machen, da gibt es einige auf dem Markt, die meisten sind kostenlos, das ist jetzt der, den ich habe auf dem Mac. Und die sind auch genial, aber man darf es nicht verwechseln mit einem Spektrum-Analyzer. Was sie einem zeigen, ist, welche Kanäle sind überall besetzt und welche sind noch frei, was ist die Bandbreite, was ist die Verschlüsselungsmethoden und so weiter. Das ist alles wertvolle Informationen, um zu schauen, was sich alles bewegt da mit den SSID, wenn ich einen freien Kanal brauche. Und das ist sicher ein wertvolles Tool, das kann ich jedem empfehlen, der mit Wireless zu tun hat. Aber es hat gewisse Einschränkungen, wie wir gerade noch werden sehen. Da habe ich eine Zusammenstellung von den häufigsten Tools, die rum sind. Wie gesagt, die meisten davon kostenlos. Und helfen uns doch in dieser Übersicht. Aber man muss ganz klar sagen, die Tools können nur funktionieren, wenn es wireless läuft. Das heisst, sie basieren ihre Information auf diesen Beacon Frames, die da von jedem Access Point 10-mal in der Sekunde ausgeschickt werden. Das ist einer von diesen Control Frames, die wir gesehen haben, oder Management Frames besser gesagt. Und in dem Beacon drin steht eigentlich all die Information, die von diesen Tools dargestellt wird. Und darum sehen die auch die SSID, sie sehen Supported Rate, sie sehen Verschlüsselung und so weiter. Das heisst, wenn der Beacon gestört wird auf dem Layer 1, dann verschwindet der SSID aus dieser Liste. Also, wie gesagt, das ist ein Tool, das auf Layer 2 funktioniert und darauf basiert, dass der Layer 1 läuft. Und wenn er nicht läuft, dann werden wir da nichts sehen, dann wird irgendeiner von denen verschwinden oder respektive alle in einem bestimmten Kanal verschwinden, weil der Kanal halt dann nicht brauchbar ist. Also, gut, ein kleines Hilfsmittel, ich habe das auch immer dabei, um mir einen Überblick zu verschaffen. Aber man muss wissen, auf was der basiert. Und dann kennt man auch Grenzen. Gehen wir jetzt zum Layer 2. Das ist natürlich der anspruchsvollste Teil. Mit dem Wireshark auch eben das Ganze auf eine Paketebene zu analysieren. Wann brauche ich das überhaupt? Ja, hoffentlich nie, weil ein Haufen
Wireless-Problem lässt sich heute ja durch Management-System detektieren. Das hat sich ja in den letzten Jahren sehr stark verbessert. Heute kann ich sehr viel über Management-System, über Wireless-Kontrolle kann ich schon viel machen. Und das ist natürlich auch meine erste Empfehlung, dort ins Ablog zu suchen und die meisten Fehler findet man dann. Es gibt aber immer wieder Fehler, wo dort nicht geloggt werden, Roaming-Problem eben vor allem, oder ein Client meldet sich aus irgendeinem Grund gar nicht an. Und dann, in dem Moment, gibt es Situationen, wo ich halt im Log nichts sehe und dann muss ich in die Luft messen, schauen, was schickt der Client, der sollte sich ja anmelden, schickt einen Probe-Request, sollte einen Probe-Response bekommen, der ganze Dialog, der in der Luft abläuft, bevor sich ein Client überhaupt assoziiert. Das ist in den meisten logisch, das nicht zu sehen, solange er nicht angemeldet ist. Und da gibt es eben doch Situationen, wo dann halt nur auf Packet eben auf dem Layer 2 zu sehen sind. Und da gibt es eben gewisse Einschränkungen unter Windows. Und die liegen nicht am Wireshark, sondern die liegen an der Hardware. Es fehlen Treiber für die meisten Wireless-Karten unter Windows. Es gibt zwar jetzt einen neuen Treiber, der zusammen mit Wireshark kommt, der NPCAP. Früher war es ja WinPCAP. Der ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ja, da sind wir gar noch nicht bei Wireless gesehen. Ich bin noch einen Schritt zu früh. Anyway, es gilt genau gleich, um Daten aufzuzeichnen, muss ich die Interface-Karte in sogenannten Promiscuous-Mode bringen. Das heisst, ich muss dieser Karte sagen, dass sie mir da alles abliefert, währenddem die Karte da natürlich entsprechend filtert und nur das durchlässt für eine Applikation, die läuft. Das funktioniert unter Ethernet perfekt heute. Da haben wir nie mehr Probleme gehabt in letzter Zeit, der Promiscuous-Mode. Und ich kann sogar gleichzeitig, währenddem ich schaffen kann ich aufzeichnen und sehe natürlich meinen eigenen Traffic dann auch. Das Problem ist heute, dass wir da unten natürlich keinen Bus mehr haben, sondern Switches. Da muss ich dann ein Spanport machen, damit wir wieder alles sehen. Also Promiscuous Mode auf dem Switch und so weiter, aber das ist eine andere Baustelle. Im Wireless langt Promiscuous Mode allein nicht. Abgesehen davon, dass er eben für die meisten Wireless-Karten nicht unterstützt ist. Und da gibt es eben mit NPCAP jetzt ein paar selektive Hersteller, die unterstützt sind, allerdings sehr wenige. Im National Newsletter habe ich das genau beschrieben, wie man die Listen rausholt. Und dort ist dann das möglich, dass ich eben auch der eingebaute Wireless brauche. Der sieht in der Regel so aus. Das ist jetzt auf meinem Mac. Und wie kann ich feststellen, ob meine Karte Wireless unterstützt, indem wir da auf die Capture Field Option gehen. Und dann haben wir den Monitor Mode. Den sogenannten Monitor Mode. Also Promiscuous Mode ist schon mal gut, aber der Adapter muss auch noch Monitor Mode unterstützen. Und genau das machen die meisten Windows Adapter nicht. Entweder fehlt das Eckli da ganz, oder Sie können es anwählen und es geht gerade wieder raus. Sie müssen das nochmal probieren. Ich tue jetzt hier nicht starten, weil wenn ich meinen Adapter in Monitor Mode tue, dann verliere ich die Verbindung jetzt zum Internet, wo ich darüber reden und schicken. Also das lassen wir jetzt. Aber da, an dem mal können Sie es erkennen. Und wenn ihr dann Start drückt, dann müssen die Beacon Frames sehen, die Control Frames, und das wäre dann Bestätigung, dass das Ganze funktioniert. Also, wir brauchen neben dem Promiscuous Mode auch noch den Monitor Mode. Und unter Windows ist das eben beschränkt. Es gibt eine Liste, wo man anschauen kann, genau wie ein Adapter. Und ich habe das Schritt für Schritt beschrieben da. Kein Problem unter Linux oder macOS, wie ich gerade gezeigt habe, dort haben wir den Mode zur Verfügung. Nochmal, wenn ich Multikanal aufzeichnen will, dann muss ich mehrere Empfänger parallel haben. Ich kann zwar da Kanalfrequenz wechseln, aber ich bin immer nur in einem Kanal. Ich kann das Roaming nicht aufzeichnen. Mit einem Roaming muss ich mehrere Kanäle gleichzeitig aufzeichnen. Da gibt es eben Hardware dazu, die ich eben auch in der Schweiz vertreibe, wo ich auch Beta-Tester war,
Das Gerät kostet etwa 2000 Euro, kann aber vier Kanäle gleichzeitig aufzeichnen. Und wie gesagt, für eine professionelle Analyse geht es nicht ohne Hardware. Kreiert dann aber PCAP-File, also mit dem Wireshark, kann man die analysieren. Ich zeige euch dann gerade noch, wie das aussieht. Also, das ist die Problematik, die wir haben unter Windows. Ihr seht zwar den Wireless-Adapter beim Wireshark, aber ihr könnt ihn mal anwählen, macht mal Doppelklick, dann mal starten. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr nur euren eigenen Traffic und nur Broadcast. Also der unterstützt weder Promiscuous Mode noch Monitor Mode. Das ist natürlich für die Analyse unbrauchbar. Ihr seht auch die ganzen Management- und Kontrollframes, seht ihr eben nicht. Beacon. Genau die brauchen wir ja für die Analyse. Also. Das ist das, was ihr seht. Das sind sogenannte Fake Ethernet Frame. Der Treiber tut die nämlich umbauen auf Ethernet. Es sieht dann aus wie ein Ethernet Frame, aber in Tat und Wahrheit, das werden wir gerade noch sehen, sieht ein Wireless Frame völlig anders aus. Der hat einen Wireless Header. Und der Wireless Header hat nicht nur zwei MAC-Adressen, sondern bis zu vier MAC-Adressen. Das ist völlig anders aufgebaut. Das sehen wir eben nur. Also dann nochmal dargestellt, wie es heute aussieht. Mit dem Monitor Mode haben wir schon gesehen, mit dem Beacon. Wenn ich dann in mehreren Kanälen aufzeichne, wie da jetzt in dem Beispiel, würde ich mir natürlich ein Wireless-Profil machen, das ist klar. Im Wireshark kann man ja verschiedene Profile machen, da tue ich dann Datenraten einblenden, ich tue die verschiedenen Kanäle einblenden, ich tue ein Signal-to-Noise-Ratio einblenden, denke daran, alles was unter 20 dB ist schlecht, das wäre jetzt also gutes, starkes Signal da. Und gesehen natürlich auch über Coloring Rule kann ich jetzt da die verschiedenen Kanäle verschieden einfärben. Ich kann auch die verschiedenen Frame einfärben, Beacon und so weiter. Also da gibt es natürlich dann keine Limite an der Fantasie. Probe Request, das ist gerade ein weiterer von diesen Frames da, wo man häufig sehen. Probe Request schickt jeden Client aus, wenn er einen Access Point sucht. Also wenn ihr euer Gerät zuerst mal einschaltet, dann geht das ganze Netz abscannen und sucht mit Probe Request nach einer SSID. Und die MAC-Adresse sehen wir da, das ist der Client, das ist ein Broadcast und der wandert durch alle Kanäle durch, also nicht nur 1.6.11. Wie wir da sehen, da habe ich jetzt halt nur auf 3 Kanäle gemessen. Er geht auch ins 5 GHz Band auf, natürlich, wenn er ein Dualband ist und so weiter. Und er sollte dann eine Probe Response bekommen vom Access Point. Also in dem Kanal, wo ein Access Point präsent ist, kommt er dann eine Probe Response über. Und das ist dann das, was ihr dann auf eurem Endgerät seht, was dort angezeigt wird, was er gefunden hat. Ja, ich habe es schon kurz erwähnt, immer mehr Infrastrukturgeräte unterstützen auch Aufzeichnungen. Das heisst Access Point, wo das könnt. Und zwar eben die meisten heute auch in Funktion. Also früher hat man den Access Point müssen quasi dann abschalten und in Monitor Mode nehmen. Das sind die neuen Produkte nicht mehr. Da kann ich gerade gleichzeitig, das wäre zum Beispiel Merakia, wo Cisco gehört, Access Point, wo ich da also kann sagen, soll man da ein PCAP-File machen, 6 Sekunden. Ich kann dann sogar noch sagen, auf der Wireless-Side oder auf der Wire-Side und mir dann das PCAP-File abladen. Vorteil natürlich, ich kann das wieder von meinem Arbeitsplatz aus machen. Ich muss nicht irgendwo neu mit hier reisen und in die Zellen hineingehen. Und Nachteil ist natürlich wieder, ich sehe nur den einen Kanal von dieser von dem Access Point, muss halt unter Umständen auf mehreren messen. Aber wie gesagt, hat dafür den Komfort, dass ich nicht irgendwo muss hier reisen, sondern kann mir das File nachher da als PCAP oben abladen und mit dem Wireshark aufmachen und analysieren. Natürlich muss ich verstehen, was da geht. Und nicht umsonst haben wir einen zweitägigen Kurs über das. Die bis zu 20 Management- und Kontrollframe, die sind nicht selbsterklärend. Da müssen wir eigentlich jeder verstehen, gehört der daher oder gehört der nicht daher.
Und das ist Komplexität hinter der Technik. Das haben wir im Ethernet nicht. Im Ethernet gibt es sehr wenig Management-Frame. Es gibt auch den Pause-Frame und so weiter. Aber im Wireless ist das A und O. Und so sieht dann das etwa aus mit dem Wireshark und jetzt im Zusammenhang mit dem Wave-Experten sehen da wieder, wir haben verschiedene Kanäle gleichzeitig aufgezeichnet. Also wir sind jetzt im 5 GHz-Band, Kanal 48, 40, 36, 44. Wir sehen die Übertragungsgeschwindigkeit mit mehreren Kanälen, mit Channel Bonding wird dann der Kanal breiter, 40 MHz. Und wir sehen natürlich jetzt, das wären jetzt Data Frames. Und das wären dann Control Frames. Control Frames sind immer nur im Basisband, also die sind, tut man nicht verteilen über mehrere Bänder. Die sind immer im ersten Kanal. Da sehen wir jetzt einen Blockhack, Request to send, Clear to send und so weiter. Null Function Frame, das berühmte Acknowledge, wo man eben sollte sehen nach jedem Paket. Und was wir eben auch sehen, das ist auch etwas, wo die Leute ein bisschen verwirrt am Anfang ist. Man sehen Päckchen, die nur eine Adresse haben, keine Source-Adresse, sondern nur eine Destination. Zum Beispiel das Acknowledge ist so eins, Clear to Send und so weiter. Das ist völlig normal, das funktioniert so, das ist designed so, aber ist auch am Anfang ein bisschen verwirrend. Auch das natürlich muss man sich ein bisschen auskennen. Anyway. Und noch kurz zu dem Wave-Expert, da gibt es in zwei Varianten für die Analyse. Und das wäre jetzt eben das Gerät, das bis zu 4 Kanäle kann aufzeichnen in Kombination mit einem PC. Anyway, zurück zu unserer Übersicht mit den ganzen Standard, was es heute schon fängt gibt, ist das ja nicht mehr ganz so einfach geworden. Wir haben einen Haufen Bezeichnungen, das sehen wir etwa da auf den Bezeichnungen 1x1, Doppelpunkt 1. Man hat ja angefangen, nicht nur Kanäle miteinander zusammen zu bonden, sondern innerhalb der Kanäle mit mehreren Streams zu arbeiten. Und das ist jetzt wirklich hochtechnisch. Also ich bin auch kein HF-Spezialist, ich stelle mir das vor wie verschiedene Schichten innerhalb des gleichen Kanals. Also hochkomplex, aber die schaffen es dadurch eigentlich jedes Mal den Durchsatz zu verdoppeln. Mit jeder Schicht kommt eine neue Schicht, kommt ein neuer voller Durchsatz hinzu. Unglaublich, oder? Dann hat man uns weiss machen, dass jetzt mit 54 Megabit endgültig Grenzen ist. Und dann sagen sie, ja, wir haben herausgefunden, wir könnten noch weitere Schicht machen. Und wir haben noch neue Modulation und so weiter. Anyway, da kann man nur staunen, was da geht. Und die Kurzbezeichnungen zeigen dann, das Gerät hat 4 Antennen, Transmit, 4 Receive und 4 Streams. Und da sehen wir da den Durchsatz mit einem Kanal oder zwei Kanälen. 11N ist ja nur auf zwei Kanäle gegangen, Maximum Bonding. Neu geht man auf 4 Kanäle oder sogar dann auf 8 Kanäle miteinander. Und auf 8 Streams, also unglaubliche Verdichtung, die da passiert. In dieser Zeit AC ist jetzt nicht mehr der neueste Standard, jetzt haben wir ja schon AX, der ankommt. Aber wie gesagt, um da den Überblick zu behalten, ist nicht ganz so einfach. Mit dem Wave-Expert sehen wir, können wir da bis da raufgehen. Das langt meistens. Aber bis zu 8 Kanälen könnten wir gehen und immer pro Modul, also das 4-mal. Auch da habe ich versucht, die verwirrenden Standard und Bezeichnungen ein bisschen zu listen. Da haben wir ja heute noch die zwei Bänder, wie gesagt, neu kommt dann mit 6E, kommt dann noch 6 GHz dazu. Und beide sind natürlich immer noch voll im Betrieb. 2-4-Band natürlich ziemlich überfüllt, aber auch da gehen wir noch wieder auf den neuen Standard AX, wo jetzt die ersten Produkte draußen sind. Und auch da immer noch dichter, noch höhere Modulation, noch höhere Bandbreite, noch mehr Streams und so weiter. Die Entwicklung wird sich nicht aufhalten lassen. Man hat darum auch da die neue Nummerierung eingeführt, statt da die Nummern
komplizierter Standard hat man da die Nummerierung durchgeführt, Wi-Fi 6, um das Ganze ein bisschen klar zu machen. Aber da gibt es jetzt eben auch schon wieder das Wi-Fi 6E für Extended und so weiter. Also das wird wichtig ist zu sehen, dass wenn wir da mit 1 Megabit übertragen, vorher haben wir zum Beispiel gesehen, der Beacon geht immer in der tiefsten Geschwindigkeit raus, dann wird tatsächlich noch der alte Barker Gold gebraucht. Also die neuen zusätzlichen Standard, die sind zwar jeweils rückwärtskompatibel, aber nur indem sie halt die Adapter auch die alte Technologie beherrschen. Und wenn jetzt die Station mit 1 Megabit sendet, dann sendet sie im alten Barker Gold Standard, wo 1999 rausgekommen ist. Und natürlich beleitet dann die ganze Zelle relativ lang, das ist klar. Die Zelle ist dann besetzt, also ist nicht erwünscht eigentlich. Die Geschwindigkeiten kann man teilweise abschalten, sollte man abschalten, je nachdem, in den Controller rein. Weil wir haben dann auch sogenannte sticky Clients, also Clients, die nicht wechseln wollen. Das kann man alles ein bisschen steuern, indem man die tiefen Geschwindigkeiten gar nicht mehr zulässt im Controller. Muss aber natürlich dann garantiert sein, dass der Client eine neue Zelle kann wechseln, bevor er rausgeht, sonst haben wir dann ein Loch. Im 5G, da ist es ein bisschen besser, da haben wir mindestens die Minimalrate 6 Megabit pro Sekunde, aber gleich auch da kann man natürlich mit der Geschwindigkeit ein bisschen etwas machen. Ja, was man dann eben mit dem Wireshark sehr schön sieht, ist, dass die Wireless Frame nicht sehr viel zu tun haben mit Ethernet. Ob schon mal am Anfang mal Ethernet, Wireless Ethernet gesagt hat, das ist nur zum die Leute glauben machen, der Umstieg ist einfach, das ist nur Ethernet, einfach durch die Luft, aber wenn man genau hinschaut, hat es nicht viel gemeinsam. Weil nur schon eben Frame sind völlig anders aufgebaut. Da sind die Anzahl Adressen, bis zu 4 Adressen kann ich haben, MAC-Adressen in einem Frame drin oder manchmal eben sogar nur eine, wenn eigentlich der Absender klar ist, dann muss ich in einer Antwort, in einer Bestätigung ist eigentlich der Absender klar, nämlich der, der etwas bekommen hat, also kann ich den weglassen. Also das ist auch natürlich etwas, was man mit dem Wireshark dann genau anschauen kann. Sobald ich ein Dataframe schicke, hat es meistens 3 MAC-Adressen, Hardware-Adressen, weil dann der Access Point noch muss adressiert werden in der Luft. Und das sieht man natürlich dann im folgenden Beispiel auch. Das wäre jetzt ein Paket, das von einem Client Richtung Distribution System geht. Distribution System ist der Begriff für alles, was da Infrastruktur ist. Und da ist an erster Stelle in diesen 3 Adressen ist dann immer die MAC-Adresse vom Access Point. Die spielt aber keine Rolle mehr auf der Wire-Seite. Darum nimmt er die weg. Also der Access Point tut den Frame umbauen, nimmt die MAC-Adresse seine weg und nimmt die beiden Original-MAC-Adressen von der Source und Destination und baut das Ganze um in einen Ethernet-Frame. Also eigentlich ist es ein Switch, aber mit ein bisschen mehr Funktionen. Normaler Switch tut den Frame nicht umbauen, Ethernet-Switch, aber der Switch baut das um. Also schafft auf Layer 2 ganz eindeutig auf MAC-Adresse. Die IP-Adresse interessiert den nicht für die Grundfunktion. Wenn die Antwort zurückkommt im Ethernet-Frame-Format, dann baut er sie wieder um. Baut er den Frame wieder um, macht wieder 3 Adressen drauf. Jetzt ist aber an erster Stelle ist jetzt der Empfänger, der Wireless-Client, der ist jetzt da an der ersten Stelle und dann an der zweiten der Absender und erst an der dritten, an der zweiten der Access Point und an der dritten Stelle dann der eigentliche Absender. So funktioniert das und das sehen wir natürlich sehr schön auch mit dem Wireshark. Wir sehen den Frame, wir sehen dann auch das Acknowledge zurückkommen und dann sehen wir wieder den Frame und sehen wieder das Acknowledge zurückkommen. Wie gesagt, die Frame spielen eine Rolle in der Analyse. Management Frame, Control Frame und
natürlich eben auch dann Data Frame schlussendlich, wo der Client etwas hat davon. Genau. Ich habe da kurz meine Frage gelesen. Ja, komme ich später darauf zurück. Also, wie gesagt, das Verständnis von denen ist natürlich fundamental zum Troubleshooten. Da muss ich jeden Frame genau verstehen, was passiert, ob er richtig ist und so weiter. Weil mit diesen Frame wird der ganze Zugriff in der Luft gesteuert. Und an denen erkenne ich auch, ob ein Frame nicht angekommen ist. Dann gibt es entsprechende Retransmission mit dem Retry und so weiter. Und dadurch kann ich eigentlich in jedem Fall eine Aussage machen über die Qualität dieser Zelle. Ich kann sagen, ist sie überlastet. Ich kann sagen, hat es einen Haufen Client mit langsamer Geschwindigkeit drin. Hat es Client, die nicht roamen. Hat es fremde Client, die man proben kann. Wenn ein Client assoziiert ist mit einem Access Point, dann tut er immer noch die Nachbarzellen proben. Das heisst, er wandelt regelmäßig ab in andere Kanäle und schickt die Probe-Requests raus. Als Vorbereitung fürs Roaming. Wie häufig dass er das macht, ist vendor-spezifisch. Die einen machen es häufiger, die anderen weniger. Tatsächlich ist, dass in dieser Zeit ist er in seiner assoziierten Frequenz nicht erreichbar, weil er hat ja nur einen Empfänger. Und so weiter. Also das sind alles dann so Sachen, die mitspielen bei der Analyse von denen. Okay. Schauen wir mal so einen Frame ein genauer an. Ich habe schon gesagt, der Beacon Frame, das ist ein Frame, der 10-mal in der Sekunde rauskommt von jedem Access Point und pro SSID. Also wenn ihr auf einem Access Point 5 SSID habt, dann schickt er 50 Beacon in Sekunde. Jede SSID hat dann eine andere MAC-Adresse, da sieht man es. Dann aufzählen, oder? Die nächste SSID hätte dann 2F zum Beispiel. Wir sehen Signalstärke, Noise Level und Transmit Speed. Wir sind jetzt da wieder im 5 GHz Band oben, Kanal 100. Dort ist Minimum Speed 6 Mega für den Beacon. Da sehen wir jetzt wichtige Informationen, was der Access Point unterstützt. Das tut er nämlich da drin propagieren. Also es wäre jetzt ein High Throughput, 11N, den er unterstützt. Natürlich die Basisrate vom A-Standard alle unterstützt. Aber auch die 11N-Erweiterung mit High Throughput und sogar Very High Throughput, VHT, AC unterstützt, tut er da drin propagieren. Das ist ein Announcement für Client, die sich anmelden. Nach diesen Kriterien wählen sie dann den Access Point auswählen, natürlich auch Signalstärke, Signal to Noise und so weiter. Das weiß man nicht genau, das sind auch so Parameter, die die Hersteller nicht fremdgehen. Nach welchen Kriterien meldet sich ein Client bei einem Access Point an? Aber man weiss, das sind die bis zu 10 Kriterien, die einbezogen werden können. Und da drin wäre zum Beispiel jetzt auch noch enthalten in dem RSN-Element, was für Encryption gefordert wird. WPA 2, Enterprise, Zertifikat und so weiter, das steht da in dem RSN. Robust Security Netzwerk drin. Also auch da, wenn ein Client dann das nicht erfüllen kann, dann wird er sich nicht anmelden. Dann könnte er 2 Meter neben dem Access Point stehen mit dem Client, der wird sich nicht anmelden. Er wird proben und proben und proben. Weil er da Bedingungen nicht erfüllen kann, die da drin ist. Zum Beispiel. Die anderen Sachen sind optional. Also ein Client muss dann nicht VHT können. Wenn der Access Point das kann, dann wird einfach halt nur 11N gebraucht, zum Beispiel. Also das, viele von denen ist optional. Dann da haben wir natürlich noch verschiedene, ist jetzt ein Cisco Access Point oder dann haben wir natürlich noch Cisco zertifizierte Geräte und so weiter, Parameter, die da austauscht werden. Also das ist eine, wo man immer sieht, der Beacon Frame und
Was ihr eben hier noch seht, ist jetzt ein Wireless-Header, wo der Wireshark und auch andere Tools, zum Beispiel auch der Mac, der tut dann da noch einen zusätzlichen Header dazufügen beim Empfangen. Der PPI-Header oder der Radiotab-Header. Das heisst, da werden Metadaten am Frame zugefügt und mit dem Frame abgespeichert. Zum Beispiel die Signalstärke oder die Noise-Stärke. Das ist ja nicht etwas, was im Frame drin steht. Das ist standortabhängig, wo ihr aufnehmt. Das heisst, wenn ihr euch da 2 Meter wegbewegt, dann kann das schon wechseln. Das heisst, der Adapter, die Wireless-Adapter, die eben für das tauglich sind, erinnert ihr euch, ich habe ja da gesehen, den Radiotab-Header. Ich kann jetzt hier nicht umschalten, sonst gehe ich raus. Aber dann würde, wenn sobald ich auf Monitor-Mode schalte, schreibt er da rein Radiotab-Header. Haben wir vorher auf einer Folie gesehen. Und der dient dazu, da die HF-Informationen ins File innen abspeichern mit dem Frame zusammen. Das ist also Informationen, die nicht durch die Luft mit dem Frame gegangen ist, sondern die dazugefügt worden ist. Die beiden Ziele. Die erste auch. Die ersten 3 Ziele. Die erste sowieso, die kennen vom Ethernet, da ist der Zeitstempel drin. Und dann da fängt der eigentliche Frame an. Und aus denen zugefügten Informationen kann ich dann erst die Kolonne machen. Weil die Information eben sonst nicht vorhanden ist. Ist aber wichtig, wenn ich mich jetzt umbewege, dann sehe ich dann, dass jetzt zum Beispiel der Beacon-Frame immer stärker wird oder schwächer. Wenn ich mich jetzt in die Nähe von dem Access-Point bewege, dann wird das Signal stärker. Wobei, das ist schon stark, minus 19 oder 2 Meter neben dem Access-Point. Aber da würde ich jetzt ja auch Beacons von anderen sehen, von anderen Access Point. Und dann kann ich sagen, aha, ich bin da in der Nähe von dem, ich bin näher bei dem als bei dem, je nachdem aufgrund von denen. Oder wenn ich jetzt roame mit mehreren Kanälen, dann sehe ich, aha, jetzt wird der Kanal stärker und der Kanal wird schwächer. Also für das, für die Analyse, da brauche ich die Werte unbedingt. Mindestens so wie die Information. Das Teil da von diesen Beacon. Ja, Schnelldurchgang. Natürlich haben Sie gemerkt, da kann man spielen, 2 Tage drüber konferieren und referieren und Übungen machen. Das machen wir auch in dem Kurs, der im Dezember wieder stattfindet. Da schaffen wir natürlich mit Trace-Files. Wir werden all die Frame durchnehmen. Wir haben jetzt das natürlich alles nur können kurz behandeln. Wir reden über das CSMA und so weiter. Request to Send, PowerSafe, Poll, auch so eine potenzielle Problemstelle, dass Client in Schlafmode gehen, Entschlüsselung und so weiter. Dann die ganze MIMO-Umgebung, wo natürlich jetzt die Analyse noch schwieriger macht. Jetzt reden wir dann von Multi-User-MIMO. Ich weiß noch nicht, wie wir das analysieren wollen. Wenn der Access Point mit mehreren User gleichzeitig kann reden und so weiter. Also das wird noch anspruchsvoller werden. Ist zum Glück noch nicht so massenhaft gebraucht und wird es zeitlich gehen, bis da die grossen Enterprise umgerüstet haben. Aber wir haben genug Sachen, die wir abdecken und diskutieren können. Ich habe eine Frage, können Sie sagen, ob zum Beispiel der Raspberry Pi mit einer eingebauten Hardware Promiscus und auch Monitor Mode unterstützt? Ich würde sagen, ja, ich habe es selber nicht probiert mit dem Raspberry Pi. Wir brauchen den Raspberry Pi zwar für Ethernet-Analyse, da habe ich im letzten Newsletter darüber geschrieben. Ob der Wireless-Teil Monitor Mode unterstützt, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal aus dem Buch sagen, eher ja, weil es ja eine Linux-Umgebung ist. Aber kann ich jetzt so nicht beantworten. Aber ist mal ein guter Punkt, das mal aufzunehmen. Ja, ja. Wie ich schon erwähnt habe, der Kurs findet statt im Dezember das nächste Mal oder auch häufig als Firmenkurs ab 4 Teilnehmern, dann kann man dann spezifisch auf
die Umgebung eingehen, wo der Kunde wünscht. Und ansonsten bin ich jetzt noch ein bisschen rum. Wir haben noch 5 Minuten Zeit für allfällige Fragen. Aber sonst wäre der Hauptteil da abgeschlossen. Und ich danke vielmals fürs Teilnehmen. Und wer weiß, würde mich freuen. Vielleicht sehen wir uns mal bei einem Kurs. Merci vielmals.